Mal, ich mach das mal eben. Nachfolgende Sendungen können sich um 45 Minuten weiter nach hinten schieben. Ich gebe dir mal einen Pfad, nur du kannst meinen Pfad nicht direkt angeben, weil ich. Weil ich es auf D habe. Das müsste eventuell bei dir auf. Warte mal, eben. Eben warten. Nee. Na, sehr sinnreich, was ich hier gerade gemacht habe. Also. Chat. Das ist hier oben unter Lunch-Option. Hier oben links müsstest du eingeben. Aber ich nehme an, du hast auf C. So ist es bei mir auf D der Pfad. Dann oben rechts habe ich das eingegeben. Und links unten muss man dann alles auswählen. Dann musst du mal gucken, ob es den gleichen Weg. Dann musst du hier noch AMA 2 CO eingeben. Was noch? Run Better. No Split Screen. Default World. Da habe ich. Generous. Und hier Add-on-Ordner angelegt mit Add-Dateset. Also den Ordner hast du auch angelegt. Auf der rechten Seite steht bei dir, auf der linken Seite steht jetzt hier auch Add Daisy. Also ich dachte, du hättest den AMA 2 Launcher. Oh, da haben wir nämlich das Problem, warum es bei dir nicht geht. Laden wir runter, das ist eine Arbeit von ein paar Minuten, das geht ruckzuck. So, dann mach ich mal eben den Pfad hier auf. So. Wie schön, dass ich das hier sehen kann. Ah, jetzt. Wo habe ich denn auf die? Dann gehe ich. Nee, auf Rammelstein habe ich jetzt keine Lust.
Ja, ich hole mal eben schnell einen Kaffee. Mir kommt mir nämlich gerade auch sehr gelegen. Ja, ich habe mir auch gerade einen Kaffee geholt. Ich hoffe, man hört den Ventilator nicht zu sehr. Aber ohne geht's jetzt leider nicht. Sonst wird mir das jetzt zu warm mit dem PC. Ich habe den nämlich direkt hier auf dem Schreibtisch stehen. Ah, das ist gut. Ach, das machen wir jetzt eben. Das geht ganz schnell. Ruckzuck geht das. Da braucht man keinen Teamviewer zu. Hast du den schon installiert? Also wenn du den Arma 2 Launcher installiert hast. Okay. So, wenn du ihn jetzt installiert hast, dann gehst du folgenden Weg. Das ist meine Musik, okay? Wo ist ein anderer Ordner? Also ich habe es bei mir auf D. Ich weiß nicht, wo du Steam hast. Wenn du bei dir Steam auf C hast, dann einfach öffnen.
Also einfach öffnen und dann gehst du auf Steam. Den öffnen. Dann gehst du auf Steam Apps, aber ich warte bis sie. Also auf Steam gehen und dann auf Steam Apps. Also Steam Apps, dann auf Common, dann auf Arma 2 Operation Air Raid und da musst du einen Ordner erstellen. Warte, ich poste den mal hier rein. Soll denn jetzt nicht übernommen? Kopieren? Umbenennen. Kopieren. Also da erstellst du einen Ordner @DateZ. So wie ich mir gerade gemacht habe. Und in diesen Ordner öffnen. Machst du nochmal einen Ordner mit Add-ons. Moin, Zadros. Also den Ordner hast du erstellt. Wenn du den Ordner nämlich erstellt hast, dann gehst du zum Arma Launcher. Aber geht das jetzt nochmal hier oben?